EA Bone Productions. EA Pro Productions liest Jules Verne, eine Idee des Dr. Ox. Heute 17. und letztes Kapitel, in dem die Theorie des Dr. Ox erklärt wird. Was hatte der geheimnisvolle Dr. Ox mit alledem bezweckt? Ein fantastisches Experiment und weiter nichts. Nachdem seine Gasleitung eingerichtet war, hatte er zuerst die öffentlichen Gebäude, dann die Privathäuser und zuletzt die Straßen von Quiquendone mit reinem Oxygen gesättigt, ohne ihnen nur ein Atom Hydrogen zukommen zu lassen. Wenn dies vollständig geschmack- und geruchlose Gas in so hoher Dosis die Atmosphäre durchdringt und somit eingeatmet wird, erzeugt es in den Organismen die ernstesten Störungen. Lebt man in einem mit Oxygen gesättigten Dunstkreise, so wird man aufgeregt, überreizt, ja förmlich entflammt. Kaum aber kommt man in die gewöhnliche Atmosphäre zurück, so wird man wieder zu seinem früheren Selbst, was am deutlichsten aus dem Erlebnis der beiden Herren erhellt, die oben an der Sturmglocke in atmungsfähige Luft kamen. Das Oxygen hält sich nämlich mittels seiner Schwere in den unteren Luftschichten. Wenn man unter solchen Bedingungen lebt und dies Gas einatmet, das physiologisch den Körper ebenso umgestaltet wie den Geist, so stirbt man rasch wie jene Toren, die in diesem Leben über alles Maß hinausgehen. Die Quiquendonianer konnten also von Glück sagen, dass eine weiße Fügung die Explosion herbeiführte und so den gefährlichen Versuchen des Dr. Ox ein Ende machte. Um die Sache in möglichster Kürze zusammenzufassen und zum Abschluss zu bringen. Sollten denn Tugend, Mut, Talent, Fantasie und alle anderen Eigenschaften und Fähigkeiten des Geistes nur eine Oxygenfrage sein? Es ist das allerdings die Theorie des Dr. Ox, aber wir haben das Recht, sie anzuzweifeln. Und was mich für meine Person betrifft, so weise ich ihre Glaubwürdigkeit ganz entschieden zurück, trotz der fantastischen Experimente, zu deren Schauplatz die ehrwürdige Stadt Quiquendone erkoren ward. Dankeschön fürs Zuhören. EA Bone.